Ja, ein herzliches Servus aus Österreich, lieber Trader, liebe Traderin. Ich hoffe, Sie und Ihre Lieben kommen bisher gut durch diese Krise. Und Ihr größtes Problem ist, dass Sie irgendwie Ihre Frisur versuchen im Zaum zu halten. Klingt ja auch nicht allen wirklich souverän. Eines der Bilder, die diese Tage für ein bisschen Erheiterung und Ablenkung sorgen sollen, fand ich ganz witzig, weil es auch tatsächlich mein Umfeld schon beginnt so aufzusehen. Ja, gleich mal vorweg, mein Respekt dafür, dass Sie Ihre Zeit, Ihre freie Zeit für sinnvolle Weiterbildung nutzen. Es ist Samstagmittag und es scheint die Sonne, bei mir zumindest. Und da muss man schon ganz klar den Hut ziehen und sagen, wer jetzt proaktiv an sich und seinen Fähigkeiten arbeitet, der kann am Ende gestärkt zu den Gewinnern dieser Krise gehören. Mein Dank an dieser Stelle gleich auch mal, bevor ich es am Ende vergesse, an die reibungslose Organisation, unter anderem via Self-Invest, die es hier ermöglicht haben, den Börsentag München zumindest zu einem guten Teil ins Netz zu verlegen. Hätte mich natürlich auch schon gefreut auf den Kontakt vor Ort und das Wiedersehen mit alten Bekannten und neuen Gesichtern. Aber wir müssen natürlich das Beste daraus machen und so ist es ja auch für wieder andere Teilnehmer eine niederschwelligere Hürde, sich wirklich weiterzubilden. Welchen Mehrwert Sie aus den nächsten 45 Minuten, 40 Minuten ziehen, hängt ganz davon ab. Wenn Sie noch ein Frischling sind, ganz neu im Trading-Geschäft, dann erhalten Sie eine einfach erlernbare Strategie, für die Sie keine Vorkenntnisse haben müssen und für die Sie auch keine Fundamentaldaten einschätzen müssen. Oder Sie sind in der Regel berufstätig, dann interessiert Sie sicher, dass ich für die Umsetzung täglich nicht mehr als 15, 20 Minuten benötige. Und diese stattfindet auch, wenn die Börsen geschlossen haben, also außerhalb der Börsenöffnungszeiten findet das alles statt. Und falls Sie zu keiner dieser beiden Gruppen zählen, dann erhalten Sie eine Strategie, die Sie vielleicht zur Beimischung in Ihrem Portfolio nutzen wollen. Oder Sie kennen, wie ich, vor einiger Zeit, dass Trading, der Börsenhandel, nicht automatisch mit hektischem Intraday-Trading gleichzusetzen sein muss. Ja, passend dazu habe ich gestern auch sehr lachen müssen über dieses Bild. Und denn da sind ja auch schon bei einem essentiellen Punkt. Nicht gedacht ist die Strategie, die ich Ihnen im Anschluss verrate, für alle, soll ich sagen, hyperaktiven Trader, die ihre Finger nicht wirklich stillhalten können und jede freie Minute vor den Bildschirmen verbringen. Ja, und denen eine Handvoll Orders pro Woche schlicht zu uncool ist. So, dann schauen wir kurz ins Fragefenster. Da ist schon was aufgetaucht. Okay, Jean meint, dass ich ein bisschen mehr ins Mikro sprechen soll. So, passt jetzt hoffentlich wieder. Also, mit dieser bequemen Trendfolgestrategie handle ich primär Aktien, da ich dadurch fast jeden Tag irgendwo ein brauchbares Signal erhalte und ich halte diese Aktien im Schnitt 3 bis 4 Tage. Die Analyse findet, wie erwähnt, nach Handelsschluss statt, also irgendwann zwischen 17:30 Uhr und 9 Uhr nächsten Tag und dann werden die Orders für den nächsten Tag aufgegeben, für die nächste Börsenöffnung. Keine Hexerei, ganz simpel und dabei doch eine bewährte Methode für trendige Aktien. Relativ stressfrei mit geringem Aufwand. Darum geht es mir vor allem. Ich benenne das auch ehrlicherweise als mein Motto. Denn ich lebe sicher nicht um zu traden, sondern ich trade um zu leben. Und damit sind wir bei einem der für mich wichtigsten Gebote für erfolgreiches Trading angelangt. Sie müssen herausfinden, was Sie mit Trading eigentlich erreichen wollen. Und suchen sich davon ausgehend dann eine Methode, die den Umständen und Ihrem Charakter entspricht. Es ist für mich doch immer wieder erstaunlich. Ich spreche regelmäßig mit angehenden und schon auch Trainern, die schon länger dabei sind. Aber jetzt vor allem mit angehenden Trainern, die berufstätig sind. Und jetzt aber trotzdem 4.900 Euro für eine Intraday-Trading-Ausbildung ausgeben. Oder genau das Gegenteil. Leute, die eigentlich Zeit haben, viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen,
die sich dann als ja, langfristige Investoren betätigen wollen. Das ist an sich ja noch völlig in Ordnung, aber können dann nicht die Füße stillhalten, sondern checken stündlich oder sogar öfter den Depotstand und dann bei jeder Korrektur entgegen den ursprünglichen Absichten zu früh zu verkaufen. Gerade wieder ein sehr heikles und häufiges Thema in meinen Telefonaten und Mails mit den Lesern. Gibt es ein schönes Sprichwort, jedem Topf seinen Deckel. Sie müssen einfach ein Gefühl dafür bekommen, entwickeln, welche der zahlreichen Vorgehensweisen Ihnen sympathisch sind. Und da müssen Sie einfach ganz ehrlich sich selbst gegenüber sein, gegenüber welche Ziele, also und welche Erwartungen Sie für sich und für an Ihr Trading haben. Und mein gemütliches Swing Trading entsprang ganz einfach aus meinen Bedingungen, wie dass ich intraday wenig bis gar nichts mehr zu tun haben wollte mit aktiven Orders und damit mehr Zeit zu haben für das spannende Tüfteln an neuen Strategien. Das ist der eigentliche kreative Prozess hinter dem ganzen Trading, der mir wesentlich mehr Spaß macht als das Umsetzen der Orders. Und um mehr Zeit zu haben für meine Unternehmen, was auch extrem spaßig, aber auch herausfordernd ist. Und vor allem, um auch daheim sein zu können bei meinen drei Jungs und meiner wunderbaren Frau. Und ja, das mit den drei Jungs, das ist gerade zur Zeit, seien wir uns ehrlich, nicht immer ein Zuckerschlecken. Wir haben sicher auch die ein oder anderen Eltern hier heute unter den Zuhörern, die das gerne bestätigen können. Wir haben Tag 14 der Ausgehbeschränkungen und da kann ich meine Frau mit dem Baby und den zwei Kleinkindern nicht den ganzen Tag alleine lassen. Will und muss ich aber auch nicht, da ich eben für die tägliche Analyse und Orderaufgabe selbst nur einige Minuten täglich benötige. So, nochmal kurz die Fragen gecheckt. Lauter drehen kann ich hier von meiner Seite aus nicht. Ich kann nur ganz nah ans Mikro. Bei mir ist eigentlich alles aufgedreht. Ich hoffe, dass die Qualität passt. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Michael Hinterleitner und ich spreche zu Ihnen aus dem wunderschönen Salzkammergut. Die Börse ernährt mich seit mittlerweile 19 Jahren. Ich liebe Trading einfach, habe nie etwas anderes gemacht. Dann nebenbei noch Unternehmen gegründet, wie 2011 eben Brokerdeal.de, wie Marc schon erwähnt hat, ist es auch schon wieder 9 Jahre her. Und diese Seite wurde letztes Jahr verkauft. Kennt der eine oder andere vielleicht? Ein Brokervergleich mit Cashback pro Trade wurde verkauft. Zum neuen Eigentümer will ich jetzt nicht zu viele Worte verlieren. Sagen wir mal so, mein Verständnis von Qualität und Kundenmehrwert sieht anders aus. Aber ja, ich habe jetzt wieder Zeit und Muße, mein eigenes Trading weiter zu optimieren und die Erkenntnisse daraus Interessierten zur Verfügung zu stellen. Das Ganze mache ich in Form eines kostenlosen Newsletters, zu dem ich Sie herzlich einlade. Sie finden das Formular auf michaelhinterleitner.de. Wenn Sie etwas runterscrollen, können Sie hier eintragen, ist kostenlos. Und gleich in der ersten Mail erhalten Sie auch for free das ausführliche Regelwerk mit Checkliste eben jener Trendfolgestrategie, die wir jetzt besprechen werden. Gerne können wir auch telefonieren. Ich höre mir dann, mit welchen Schwierigkeiten Sie aktuell zu kämpfen haben und krame in meiner Kiste an Erfahrungsschätzen, um Ihnen helfen zu können. Und gerade diese Tage halte ich ja enorm viele Fragen zur aktuellen Volatilität und wie ich bzw. die Strategie damit klarkommt. Gleich mal vorweg, ich bin, was den Trendhandel mit Aktien im Tageschart angeht, derzeit fast immer an der Seitenlinie. Denn zum einen halte ich die Positionen einige Tage lang und die massiven Gaps der letzten Zeit hätten das einfach zum Glücksspiel verkommen lassen. Und Risikomanagement ist eine zentrale Säule des A und O, wenn man langfristig überleben will. Und zum anderen fand der Absturz im März ja so enorm rasch statt. Das war einfach zu rasch, als dass es bereits bearische Fortsetzungssignale gegeben hätte.
Denn um jetzt in Short-Position reinzukommen, brauche ich erstmal eine Gegenbewegung. Der Kurs muss sich ein bisschen erholen und dann komme ich erst in Short-Signale rein. Und genau so eine Reaktion auf die fallenden Kurse haben wir in der hinter uns liegenden Woche endlich gesehen. Und das resultiert in Short-Signalen für Montag, den 30. März. Normalerweise suche ich erst am Ende des Webinars nach Live-Signalen für den nächsten Handelstag. Aber um sicherzugehen, dass die Zeit am Ende nicht zu knapp wird, drehe ich den Spieß mal um und gebe die drei Short-Signale bekannt, die ich im DAX und CAC 40 im Kakao gefunden habe. Das sind meine beiden bevorzugten Blue-Chip-Indizes aktuell, die 30 DAX-Aktien und die 40 französischen Blue-Chips. Und aus diesen 70 Aktien suche ich mir meine täglichen Kandidaten. Ganz konkret für Montag sind das die Aktien Safran. Nehmen mit einem Short-Signal für Montag dann Technip, ebenfalls mit einem Verkaufssignal für Montag und Thales. Sieht fast 1 zu 1 wie der Chart vom Safran aus. So, Safran, Technip, Thales, diese drei können sich gerne auch schon mal notieren und in der nächsten Woche beobachten, was daraus wird, wie die sich entwickeln. Warum ich diese am Montag zu shorten versuche und mit welchem exakten, völlig transparenten Regelwerk, dazu kommen wir gleich. Vorher muss ich noch etwas zur Entwicklung ausholen und die Perspektiven und Erwartungen abstecken, Ihnen zeigen, wie man eigentlich zu so einer Strategie von A bis Z kommen kann. Ja, diese beiden Herren kennt man, Niki Lauda und James Hunt, erbitterte Konkurrenten, dabei gleichzeitig enge Freunde. Der eine ein detailbesessener Getriebener, für den es jahrelang kein Leben abseits der Rennstrecke gab. Und der andere ein Playboy, sagen wir mal ein Partylöwe, der wusste, wie er das Leben in allen Aspekten genießen kann, auf und vor allem auch abseits der Rennstrecke. Das Ziel der beiden war das gleiche. Beide wollten Weltmeisterschaften gewinnen. Und wenn man es rein daran den Erfolg vergleicht, dann hat Niki klar die Nase vorn. Er hat die begehrte Trophäe gleich dreimal in die Höhe stemmen dürfen, James hingegen nur einmal. Kann man so sagen, Niki hatte, man kann definitiv sagen, Niki hatte mehrere große Höhepunkte. Dazwischen eine wahre Achterbahnfahrt an Auf und Abs, Stress und kaum Zeit für die schönen Dinge des Lebens und der auch auf der Rennstrecke dem Tod übersetzt, dem Totalverlust ins Auge geblickt hat. James auf der anderen Seite hatte eine weniger holprige, kann auch sagen, entspanntere Karriere. Stelle mir so vor, mit dem Cocktailglas in der einen Hand und einer schönen Begleiterin am anderen Arm. Man brauche ich mir nicht mehr vorstellen, gibt es auch genügend Fotos dazu. Ja, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, einer ausgewogenen Work-Life-Balance. Warum erzähle ich Ihnen das Ganze? Wenn man die Rennjahre dieser beiden in eine Ertragskurve packt, könnte dieses so aussehen. Links Nikis wilder Ritt mit drei Höhepunkten. 1, 2, 3. Mit in der Spitze bis zu 130% Gewinn und heftigen Rückschlägen. Und rechts James nie enden wollende entspannte Party mit knapp 40% Gewinn. Was hätten Sie denn lieber am eigenen Leib erlebt? Die aktiven Rennjahre von Niki Lauda? Oder doch lieber die Rennjahre von James Hunt. Was mich angeht, bis vor einigen Jahren, sagen wir eher bis vor wenigen Jahren, wollte ich unbedingt die Action hier links haben. Dreistellige Renditen im Jahr, was es auch koste, ich wollte Daytrader sein. Jetzt verrate ich Ihnen etwas. Diese beiden Kurven sind tatsächliche Auswertungen meines Tradings über einen vergleichbaren Zeitraum. Links sehen Sie mein zeitaufwendiges Daytrading, in der Regel mit dem DAX 30 CFD, und rechts sehen Sie das Ergebnis einer Echtgeld-Challenge, die ich im Zuge einer Webinare und in meinem Forum dokumentiert habe.
zwar bequemes Aktientrading im Tageschart und eine Haltedauer zwischen 3 bis 5 Tagen, keine längere Anwesenheit vor den Schirmen während der Handelszeiten notwendig. Und wie das im Alltag im Detail abläuft, zeige ich Ihnen heute. Kann jeder erfolgreich an der Börse handeln, ohne ständig in die Bildschirme starren zu müssen? Ja, auch neben einer Berufstätigkeit. Benötigen Sie dazu umfassende Kenntnisse über den Börsenhandel? Nein. Nicht einmal Fundamentaldaten müssen Sie einschätzen lernen. Der nackte Chart reicht uns absolut aus. Sie brauchen auch nicht mehr als einen Bildschirm. Sie brauchen keine teure Software, keine teuren Kursdaten. Im Grunde reicht schon ein guter, seriöser Broker mit börsenechten Kursdaten aus. Wären Sie damit schnell reich? Nein. Vortrag heißt ja auch nicht schnell reich werden mit nur 15 Minuten am Tag, sondern erfolgreiches Trading mit nur 15 Minuten am Tag. Sag mal, mit im Schnitt 30-40% Ertrag im Jahr kann sich jeder selbst ausrechnen, was bei einem 100.000-Euro-Konto am Ende des Jahres nach Steuern noch bleibt. Falls Sie mehr Tradingkapital zur Verfügung haben, herzlichen Glückwunsch. Falls Sie weniger haben, heißt das Zauberwort Zinseszins. Ups, okay, das ist jetzt keine Finanzgrafik, aber Sie sehen, wozu exponentielles Wachstum wie beim Zinseszins fähig ist. Wie kam es nun dazu, dass ich vom gestressten Daytrader mit vielen Stunden Online-Zeit täglich zum, ja, sagen wir mal, wie es ist, faulen Trader wurde? Die Ausgangsbasis war die erwähnte Echtgeld-Challenge, die ich in meiner Community durchgeführt habe. Die Grundidee war einfach: Aktien im Tageschart zu handeln mit wenigen Tagen Haltedauer. Kriterien waren für jeden nachvollziehbar, für jeden reproduzierbar und am Ende gebe ich sämtliche Erkenntnisse von A bis Z preis. Dieser Prozess, das ist ein Prozess von der simplen Idee zur fixfertigen Handelsstrategie. Dieser Prozess ist zwar viel Arbeit im Hinblick auf Auswertungen, Dokumentation und die richtigen Schlussfolgerungen, die man auch ziehen muss, aber eigentlich jetzt so im Lichte betrachtet unglaublich einfach. Und das ist etwas, was ich Ihnen heute unbedingt mitgeben möchte. Alles, was Sie zu Beginn brauchen, ist irgendein beliebiges Einstiegssignal, irgendeine Idee, wie Sie Ihr Setup, starten können. Und danach toben Sie sich einfach aus und testen, was das Zeug hält. Kursziele, Trailing-Stops, Gewinnmitnahmen, enger Stop-Loss, weiter Stop-Loss, Zeitstopp, diverse Filter und vieles mehr. Sie müssen es eigentlich nur wie Aschenputtel halten. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Nehmen Sie sich irgendeine Einstiegsidee, legen Sie los und testen alles. Und dann halten Sie detailliert fest, was Sie tun, was Sie sich dabei gedacht haben. Und dann behalten Sie einfach bei, was funktioniert und sich reproduzieren lässt und lassen künftige die Finger davon, was nachweislich nicht funktioniert. Vielleicht runzeln Sie jetzt die Stirn, weil das ja so offensichtlich ist, macht doch jeder Trader so. Ja, leider nicht. Wissen ist das eine und Umsetzung ist das andere. Und gerade an dieser fokussierten Umsetzung scheitern leider die meisten. Problem dabei ist unser Köpfchen da oben, unser Mindset. Denn wir Menschen hassen es ja zu verlieren. Und da muss ich ja vor allem uns Männer ins Gebet nehmen. Wir wollen ja triumphieren, wir wollen obsiegen, immer die Macher sein. Und Fehler und Schwächen werden da unter den Teppich gekehrt, abgehakt, Schwamm drüber. Weiter geht's. Die Definition von Wahnsinn kennen Sie, nehme ich an, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Also ich war so ein Wahnsinniger beim Traden, leider viel zu viele Jahre lang. Das Grundübel ist fehlende Beobachtung und schonungslose Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Und die ultimative Voraussetzung und gleichzeitig die Lösung dafür ist das ehrliche und detailreiche Führen eines Trading-Journals, welches Sie dann auch noch regelmäßig und penibel auswerten müssen. Wie erwähnt, rausfiltern, was reproduzierbar funktioniert
und weglassen, was nicht funktioniert. Jetzt will ich Ihnen zeigen, was diese sehr logische Vorgehensweise aus meiner simplen Einstiegsidee gemacht hat. Links sehen Sie 213 Echtgeldtrades, gesammelt über einen Zeitraum von 13 Monaten. Und rechts die Entwicklung am Ende der Challenge, wenn nur beibehalten wurde, was reproduzierbar, konsistent, wiederholbar funktioniert hat und offensichtliche Fehler links liegen gelassen werden. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle kommt auf die Frage danach. Es kommen dabei, was mich betrifft, keinerlei Indikatoren zum Einsatz, sondern nur Aspekte, die sich aus dem nackten Chart ergeben. Ja, mir macht Spaß, meine Erkenntnisse mit meinen Lesern zu teilen, so auch mit Ihnen. Ich verrate Ihnen jetzt diese simple Strategie anhand einiger Beispiele und das genaue Regelwerk können Sie auch schriftlich von mir bekommen, wie erwähnt, nach Eintragung in den Newsletter auf michaelhinterleitner.de. So, jetzt springen wir in die Live-Signale von Freitag und planen die Umsetzung für Montag. Wo der Stopp zu liegen kommt, wo wir im Gewinnfall aussteigen, lasse ich jetzt primär im ersten Schritt noch weg. Machen wir einen Chart größer, zoome etwas rein. So, warte, bis die Ansicht bei allen geladen ist. Das ist der Tageschart der französischen Safran oder Safran, keine Ahnung, wie man das jetzt korrekt ausspricht. Die erste Aufgabe beim täglichen Scannen der Aktien, das sind in meinem Fall eben die 70 deutschen und französischen Blue Chips, ist die Feststellung, ob die aktuelle Tageskerze meine Kriterien für einen potenziellen Einstieg erfüllt. Mit etwas Übung brauchen Sie übrigens nur ein, zwei Sekunden pro Aktie, um das zu erkennen. Zu einer infragekommenen Einstiegskerze in meinem Fall, im Fall eines Verkaufssignals jetzt in diesem Beispiel ist, ich brauche erstens eine bearische Tageskerze, also der Schlusskurs muss unter dem Öffnungskurs liegen, die nach einer Korrektur auftritt. Der Kurs muss also wieder zu unseren Gunsten günstiger geworden sein. Die Tageskerze darf kein Doji sein. Muss also ein sichtbarer Kerzenkörper vorhanden sein. Das Tagestief muss über dem Tagestief des Vortages liegen und das Tagestief darf noch nicht zu weit weg sein vom Hoch der Korrekturbewegung. Denn ich will in den geplanten neuen Swing nach unten in Trendrichtung so günstig wie möglich reinkommen und dazu dürfen die Bären nicht schon wieder mit voller Wucht zugeschlagen haben, sprich ich will den Zug nicht hinterher springen müssen. Das Tagestief habe ich jetzt zweimal erwähnt, das spielt insofern eine große Rolle, da hier knapp darunter unsere Stop-Sell-Order für den nächsten Handelstag zu liegen kommt. Das heißt, die Order wird nur dann ausgeführt, wenn der Kurs am nächsten Handelstag das Tagestief erreicht bzw. unterschreitet. Und das hilft uns schon mal enorm, sehr viele Fehlsignale zu filtern. Via Stop-Sell oder Stop-Buy-Order einzusteigen, ist jetzt meine bevorzugte Variante. Es gibt noch andere Varianten, wie der wäre, man kann einfach bestens einsteigen, das heißt zum ersten Kurs am nächsten Handelstag. Da laufen Sie aber Gefahr, sehr schlechte Spots zu erwischen. Und die andere Variante wäre, dann etwa per Limit einzusteigen. In dem Fall würde das heißen, der Short wird nur eröffnet, wenn der Kurs über dem Schlusskurs von Freitag nochmal notiert am Montag. So, das ist genau das Gegenteil zur Stop-Sell-Order. Ich will die Short-Position nur öffnen, wenn der Kurs unter dem Tagestief mal notiert. Im Endeffekt hat das den großen Unterschied, dass wenn die Aktie jetzt am Montag bullish öffnet, also mit einem, sagen wir mal, über dem Freitagsschlusskurs und dann massiv steigt oder gleich mit einem riesigen Gap am Montag, und Gaps sind zurzeit ja nicht unwahrscheinlich, nach oben wegspringt,
dann macht mir das nichts, weil der Short ja gar nicht ausgelöst wurde. Und ich verpasse so nur Verlustsignale. Wenn ich aber eine Stop-Sell-Order nutze, werde ich nur eingestoppt, wenn der Kurs tiefer notiert. Das heißt, der Kurs bestätigt mir ja schon mal meine Richtung, meine Intention. Und so werden viele Fehlsignale erspart. Natürlich kann mich jetzt auch manchmal mit schlechter in die Position rein als geplant. Aber das ist im Endeffekt tatsächlich nicht übel. Hat am Anfang immer etwas negativen Beigeschmack. Aber die Statistik und die Erfahrung zeigt, Aktien, die von Anfang an wegspringen oder sich stark in unsere Richtung entwickeln, sind meistens die besten Signale und laufen am ehesten ins Kursziel. Weil da gefragt wird, diese Kriterien, die ich gerade erwähnt habe, werden nochmal schriftlich zusammengefasst und erhalten Sie auch als PDF von mir ausführlich. So, wenn ich nun so eine Einstiegskerze finde, wie in dem Fall hier Safran, die die bisherigen Kriterien erfüllt hat, prüfe ich im zweiten Schritt den Trendmodus im Tageschart. Und da gehe ich ganz streng nach Lehrbuch vor. Höhere Hochs, höhere Tiefs bedeuten Aufwärtstrend. Tiefere Tiefs, tiefere Hochs bedeuten Abwärtstrend. Das wird ganz streng definiert, damit auch hier nicht ständig man innerlich auch diskutieren muss mit sich, ob jetzt ein Signal noch gültig in Frage kommt oder nicht. Diese Definition lege ich Ihnen jetzt hier mal über den Chart. So, das sind die. So. Jetzt haben wir hier einen klaren Abwärtstrend, brauchen wir nicht diskutieren. Wir haben also eine gültige Signalkerze und der Tagestrend gibt auch sein Okay. Jetzt dürfen die Trends weder im übergeordneten Wochen- noch im Monatsstart der geplanten Drehrichtung widersprechen. Sie müssen jetzt nicht ausdrücklich zustimmen, aber sie dürfen auch nicht wieder einer der beiden oder keiner der beiden darf widersprechen. Dazu tue ich kurz in den Wochenchart und da ist die Diskussion, stellt sich da, die Frage stellt sich hier nicht. Wir haben einen klaren Abwärtstrend im Wochenchart und im Monatschart sieht es auch nicht anders aus. Also die unterstützen die Short-Richtung sogar vehement. Also das passt auch. Kerze, Tageskerze selber passt, der Trendmodus passt. Jetzt kommt noch das Kriterium des Chance-Risiko-Verhältnisses dieses Trades. Muss mindestens 2 betragen. Das heißt, wenn der Stop-Loss 1 Euro entfernt zu liegen kommt, muss das Kursziel mindestens 2 Euro entfernt liegen. Und damit das sichergestellt ist, darf keine charttechnische Hürde im Weg liegen. Wo haben wir hier in diesem Fall so eine Hürde? Die hätten wir hier in Form des letzten Zwischentiefs natürlich, das ist eine ganz logische Hürde wie aus dem Lehrbuch. Das ist ein möglicher Spielverderber für den geplanten Short-Trade. Das heißt, ich will vorher raus sein, den Gewinn realisiert haben. Jetzt muss ich also prüfen, ob sich bis zu dieser Unterstützung ein Trade mit einem Chance-Risiko-Verhältnis größer als 2 ausgeht. Dazu muss ich erst wissen, wo ich denn meinen Stopp setze. Und dazu zoomen wir in den 30-Minuten-Chart. Wieder alles ohne Indikatoren rein, charttechnisch. Ich suche mir hier im 30-Minuten-Chart den nächstmöglichen Widerstand, über den ich den Stop-Loss legen möchte. Da suchen wir uns jetzt eine markante Marke der vergangenen Stunden und das ist hier sehr einfach. Hier hat der Kurs dreimal an die 92 geklopft. Das Hoch war 91,94 hier bei. Ja, machen wir einfach den Stop-Loss auf 92,02. Etwas Toleranz darüber, nicht immer exakt die Tageshochs und Tiefs nehmen, damit die nicht abgefischt werden. Die Stop-Sell-Order würde unter dem Tagestief zu liegen kommen. Das Tagestief haben wir bei 86,14. Ich ziehe wieder 2 Cent ab, also haben wir bei 86,12 den Entry.
jetzt müssen wir schauen, ob uns eben der Weg zum Kursziel beim CRV von mindestens 2 ermöglicht. Das Risiko hier vom Tod, nette Tastaturen erwischt. Das Risiko in dem Fall beträgt 5,9 Euro. Das heißt, ich brauche mindestens 11,8 Euro Platz bis zum Kursziel. Das Kursziel haben wir hier beim Tief von 51,1, also sagen wir 51,2, dass man nicht wieder exakt das Tief nimmt. Damit ergibt sich ein Potenzial von 34,92 Euro. Dividiert durch das Risiko von 5,9 ergibt das einen Trade mit einem CRV von 5,9 und das ist ein sehr attraktives CRV. Was heißt das konkret, dieses CRV? Das heißt nichts anderes, als dass dieser Trade die Chance hat, er ist ja noch nicht fix im Gewinn, er hat die Chance, 5,9 Verlierer wettzumachen. Und so eine Strategie mit dem Fokus auf den positiven CRVs erlaubt es mir, die Strategie auch dann noch zu handeln, profitabel zu handeln, wenn die Trefferquote 50% und weniger beträgt. Ja, wie der Trade am Ende tatsächlich ausgeht, lässt sich spätestens in einer Woche sagen. Und haben wir gerade 34, ja, da sehen wir uns gleich noch die beiden anderen Signale an. Hier mal das Kursziel nochmal optisch rein für Sie. Grüne Linie Kursziel. Rote Linie Stop Loss. Und unter dem Tagestief wird unsere Stop Sell Order zu liegen kommen. So sehen Sie visualisiert dieses CRV von 5,9. Die beiden anderen Kandidaten waren Technip. Da sieht es schon etwas enger aus, wahrscheinlich mit dem CRV, weil, ja gut, schauen wir es uns an. Wir haben das ist ein Inside Day, sage ich dazu, das ist jetzt eine Sonderregel. Wenn ein Außenstab, wenn die Nachfolgekerzen nicht über das Bewegungsausmaß dieser Kerze hier hinausgehen, dann werden neue Tiefs und Hochs in dieser Box Range nicht gezählt. Das heißt, wir haben hier aktuell diesen Verlauf und damit ganz klar einen Abwärtstrend. Wir haben eine kleine bärische Tageskerze, dessen Tagestief über dem vom Vortag liegt. Ist auch kein Doji, also sind alle Kriterien soweit erfüllt. Formell schauen wir uns noch kurz den Wochen- und Monatschart an. Ja, die sind natürlich massiv bärisch auch alle. Wo würde jetzt mein Stop-Sell-Trigger zu liegen kommen? Das Tagestief beträgt 6,14, dann würde er auf 6,13. Stop-Sell-Order liegen. Dann zoome ich wieder in den 30-Minuten-Chart. Suche nach einer möglichst aggressiven, markanten Chartmarke und die habe ich jetzt hier in Form eines lokalen Hochs, das sehr angenehm nahe liegt zum aktuellen Kurs. Zwar dieses lokale 30-Minuten-Hoch hier bei 6,35, also würde das Stop-Loss auf 6,36 liegen können in diesem Fall. Und mir 23 Cent Risiko. Warum wähle ich jetzt hier so einen aggressiven Stop-Loss und nicht hier eher einen, der über diesen Hochs hier liegt, bei 6,6 oder gar hier bei 7,3? Zum einen verhagle ich mir da natürlich ein höheres Chance-Risiko-Verhältnis, gleichbleibendem Kursziel. Und zum anderen kann ich da aus meiner Erfahrungskiste auch plaudern, aus meinem Erfahrungsschatz. Ein möglichst enger Stop-Loss bedeutet natürlich im Worst Case, dass man öfter knapp ausgestoppt wird und dann zusehen muss, wie die Position doch noch in die richtige Richtung läuft. Aber tatsächlich ist es so, dass auch bei einer Verdopplung meines typischen Stoppabstandes die Trefferquote um gerade mal 5-6% steigt. Gleichzeitig aber bekomme ich ein massiv schlechteres
Verhältnis der durchschnittlichen Gewinne zu den Verlusten. Und das, da entscheide ich mich ganz klar für das bessere CRV und die geringere Trefferquote. Stop-Loss haben wir. Und das Kursziel muss über der nächsten charttechnischen Hürde liegen. Die ist natürlich wieder hier zu finden beim letzten Zwischentief. Das liegt bei 4,55. Nehmen wir 4,57 als Profit-Target. Gibt ein Potenzial von 1,56. Damit den CRV 1,56 dividiert durch das Risiko von 0,23 ergibt den CRV von 6,8. Wow. Und das kriege ich halt jetzt nur, obwohl das hier eigentlich gar nicht so viel ausschaut nach so viel Potenzial bis zum Kursziel, nach so viel Platz zum Kursziel. Dieses hohe CRV kriege ich halt durch den sehr aggressiv gewählten Stopp im 30-Minuten-Chart. Wenn ich jetzt hergehen würde und will es konservativer und nehme hier diese Barriere hier bei 6,6. Dann haben wir 47 Risk, der gleichen Potenzial. Immer noch ein CRV von 3,3. Also auch dieser Trade bei etwas konservativerer Herangehensweise würde mir, wenn er aufgeht, immer noch, wenn ich jetzt 1% pro Trade riskiere, 3,3% Gewinn bringen. Und der dritte im Bunde, Thales, wollen wir uns schnell noch anschauen. Ja, ähnlich wie Safran. Ganz toller Abwärtstrend, ganz tolle Gegenreaktion. Schöne kleine bearische Tageskerze, die alle Kriterien erfüllt. Tageschart, Wochenchart, bearisch. Und ganz kurz noch für Ihnen die Zahlen aufzeigen, damit man das im Nachhinein auch checken kann, wie es abgelaufen ist. Bei 69,82 und 69,8 wieder Entry zu liegen kommen. So wird, wenn alles gut geht. Stopp lege ich. Wir müssen denken, die Ausführung entsteht hier, also ist dieser Stop-Loss hier, wenn ich den hier wähle, gar nicht so aggressiv, so riskant und nehme hier das Hoch bei 74,46. Macht ein Risk von 4,66 Euro. Kursziel wird liegen auf tief bei 52,5, machen wir 52,6. Wieder ein bisschen Platz geben, nicht immer ganz alles ausreizen wollen. Ja, ist ein Potenzial von 17,2 und damit haben wir ein CRV von 17,2 durch 4,66 von 3,7. In dem Fall hier ist man vielleicht überrascht, okay, hier hätte ich eigentlich mit einem besseren CRV gerechnet, weil der Platz hier mehr ist als bei Technik der Aktie vorher, aber das liegt wieder daran, dass ich im 30-Minuten-Chart hier kein aggressiverer näher Stop-Loss anbietet. Drei schöne Signale. Was mache ich, wenn ich jetzt, setze ich alle drei Signale munter um? Ich werde es versuchen und das Depot ist aktuell leer. Wenn ich jetzt aber schon mehr Signale im Depot hätte und nicht mehr so viele zulasse, dann entscheide ich ganz einfach nach CRV. Und da würde hier in dem Fall die gewonnene Technik gewinnen, genau mit 6,8. Also die auf den ersten Blick hier nochmal Safran, Atalis und Safran im Vergleich zu Technip. Optisch jetzt vielleicht nicht der attraktivste Short, aber aus taktischen Gründen wäre das Signal bevorzugen wäre, wenn man nur eines nimmt. So, jetzt muss ich ein bisschen sputen. 42, schau kurz in die Fragen rein. Okay, die Fragen machen wir dann, glaube ich, am besten in der Pause, beziehungsweise am Ende, hinten nach.
mache kurz eine Zusammenfassung der Regeln. Die grobe Zusammenfassung. Ein Verkaufssignal liegt vor, wenn Tageskerze bearish ist, aber kein Doji. Das Tagestief über dem Tageshoch des Vortages liegt. Also Tagestief höher ist als das Tagestief des Vortages. Das Tagestief muss nahe dem lokalen Hoch sein, damit man nicht zu spät nachspringen muss. Tagestrend muss klar bearish sein nach Lehrbuch. Die Kerze darf kein Doji sein, muss ein bisschen Körper haben. Und Wochen- oder Monatschart muss auch sein Okay geben, was den Trendmodus angeht. Ja, und das Chance-Risiko-Verhältnis muss größer 2 sein. Und das detaillierte Regelwerk, wie erwähnt, können Sie jederzeit bei mir, bekriegen Sie von mir entweder unter kontakt@michaelhinterleitner.de oder indem Sie sich auf der Website in den Teiler eintragen, dann kriegen Sie ein 20-seitiges PDF, wo das Regelwerk mit Beispielen und Sonderregeln nochmal genau aufgeführt ist, absolut transparent und nachvollziehbar. Ja, ich habe ohnehin da noch eine bessere Neuigkeit für Sie, wenn Sie es interessiert. Und zwar werde ich in Kürze ein neues transparentes Echtgeldkonto starten. Da nehme ich wieder ein simples Einstiegssignal, wieder im Tageschart, diesmal aber Gegentrend, und baue daraus eine bequeme Strategie von A bis Z. Und außerdem investiere ich in Alternativen zum Eigenhandel, wie Copy Trading, Managed Accounts, Handelssysteme und so weiter. Und finde so hoffentlich die ein oder andere Perle für meinen Leser. Ja, dann fasse ich nochmal kurz den Nutzen der hier vorgestellten Aktienstrategie zusammen. Minimaler Zeitaufwand, Sie brauchen keine Fundamentaldaten, außer Check, ob Unternehmenszahlen anstehen, das muss ich Ihnen kurz dazu sagen. Wenn die Aktie nächsten Tag oder in den nächsten Tagen die Hauptversammlung hat oder Quartalszahlen geplant hat, dann wäre das ein Hasardspiel, macht man nicht. Aber sonst ignorieren wir Fundamentaldaten. Absolut keine Indikatoren, der nackte Chart erzählt mir alles, was ich wissen muss. Und es sind keinerlei Ausgaben oder Investitionen in Hard, Software, Realtime-Daten nötig. Da reicht ein seriöser Broker schon aus. Ja, um auf die Analogie von Beginn zurückzukommen. Ich bin mittlerweile eindeutig ein eher relaxter James Hunt als ein dauergestresster Niki Lauda. So, da habe ich es doch noch geschafft, eine Punktlandung hinzulegen. Aber die Fragen bin ich noch nicht durchgegangen. Und da hoffe ich, dass ich da noch Gelegenheit dazu bekomme. Marc, was meinst du? Ja, auf jeden Fall, Michael. Du kannst jetzt noch gerne noch ein paar Minuten Fragen abarbeiten. Ich würde mal sagen, gib dir noch 5 Minuten extra, ne? Machst du ruhig noch ein paar Fragen, wenn du willst. Klar. Perfekt, wunderbar. Schauen, will noch mal wissen, spielt bei Ihrem Setup der kurzen Haltedauer überhaupt eine Rolle, ob es gute oder schlechte Aktien sind? Absolut nicht. Also ich sehe nur auf dem nackten Chart, wie es jetzt dem Unternehmen geht. Das interessiert mich erstens Nüsse und zweitens müsste ich ja erstmal versuchen, die Zahlen, die man bekommt, richtig zu interpretieren. Ja, das ist ja das Nächste. Wer sagt denn, dass A, die Zahlen tatsächlich ehrlich und alle verfügbar sind und B, dass ich die auch richtig interpretiere oder besser gesagt, dass der Markt die Zahlen richtig interpretiert. Ist ja schon oft genug vorgekommen, dass solide Unternehmen jahrelang geprügelt werden und anders genauso. Das ist eben das Schöne bei, das kommt eben wieder meinem Charakter entgegen und deshalb musste ich die Strategie auch so entwickeln, dass die mir liegt. Ich habe keine Lust, mich mit Unternehmenszahlen etc. und Fundamentaldaten und Öllagerbeständen und Arbeitslosenzahlen herumzuschlagen. Und wenn man die Haltedauer kurz hält, dann hat man tatsächlich die Chance und die Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite, dass sich speziell Aktien auch mal wenige Tage loskoppeln können von diversen Ereignissen und dem Umfeld. David möchte wissen, handeln Sie nur Blue Chips im Sinne von DAX, französischen Aktien oder auch Nebenwerte? Aktuell nur Blue Chips, aber ich werde das jetzt mit der neuen Echtgeld-Challenge, da bin ich wieder offen für neue Märkte und greife hier vor allem dann endlich auch wieder auf eine Software zurück, die mir hier hilft mit dem Backtesting und der Optimierung. Und da kann man dann alle Märkte durchlaufen lassen innerhalb kürzester Zeit. Johann, wie handle ich das mit CFDs, Optionsscheinen oder echten Aktien? Ich handle sie mit CFDs. Ganz einfach aus dem Grund, mit dem 5er Hebel habe ich halt die Chance, flexibler zu handeln, beziehungsweise mein Kapital einfach fünffach zu diversifizieren, als wenn ich jetzt 100% des Kapitals in der Aktie binden müsste.
Wie finden Sie die Trades in den Aktien? Hoffentlich verstehe ich die Frage richtig. Ich habe hier eine Chartsoftware, nehmen wir in dem Fall Guidance, nutze auch TradingView oder eben die Broker-Plattform. Reicht da auch schon aus, wenn es börsenechte Kurse sind. Dann habe ich hier meine Kursliste im DAX. Dann wird das so gescannt und ich gehe das jetzt mal in Realtime durch. Ich weiß nicht, ob die Datenübertragung, die Bildschirmübertragung das so schnell hinbekommt. Also Adidas, Allianz, BASF, Bayer, Bayersdorf, BMW. Sie sehen schon in dem Tempo, mit ein bisschen Erfahrung sieht man sofort, ob die Aktie des Tages, die Tageskerze überhaupt für ein Signal in Frage kommt. Und so ist das in wenigen Minuten durchgescannt. Und dann sucht man sich die 1, 2, 3 attraktivsten Signalkandidaten raus und gibt die Order für den nächsten Tag auf. Wo ist der Ausstieg? Beim Kursziel oder Zeit? Beim Kursziel gibt dann allerdings noch eine Sonderregel, die ich auch jetzt im PDF-Regelwerk ausführlich beschreibe, dass ich den Stopp manchmal nachziehe, wenn es die Aktie nach einigen Tagen in die Nähe des Kursziels schon gekommen ist, aber noch ein bisschen rumdrödelt, dann ziehe ich den Stopp enger nach. Hier verliere ich dann die Geduld. Aber jetzt ein Zeitstopp per se ist immer diese Strategie, hat sich hier knapp nicht durchsetzen können. Trainingsstopp-Strategie gibt es eine, wie schon erwähnt, im Grunde nicht. Es ist im Grunde eine Fire-and-Forget-Strategie. Ich gebe die Orders ein und dann warte ich, was draus wird. Aber tatsächlich, wenn es die Aktie in Richtung Kursziel schießt oder 3, 4 Tage hinzockelt und dann die Position schon angenehm im Gewinn ist, dann sollte man keinen Verlust mehr zulassen. Aber es ist kein echter Trainingsstopp, sondern suchen wieder charttechnisch im 30-Minuten-Chart nach einem sinnvollen neuen Stoppniveau. Kann ich auch am amerikanischen Markt nach dieser Strategie arbeiten? Absolut, spricht nichts dagegen. Aber, kleiner Hinweis, die US-Aktien gappen häufiger und stärker als europäische Aktien. Also um 15:30 Uhr gibt es eigentlich kaum Aktien, kaum US-Aktien, die keine Differenz aufweisen zum Vortagesschlusskurs oder die wenig Differenz aufweisen. Und da muss man sich dann anpassen. Und da muss man sich überlegen, was wäre wieder okay für einen persönlich und was nicht. Zum Beispiel lasse ich jetzt, nehmen wir Montag jetzt her, übermorgen werde ich vor 9 Uhr die Vorbörsen checken und das bekomme ich schon ein Gefühl dafür, okay, in welche Richtung geht's. Ist die Vorbörse bullish, lässt mich das kalt, weil dann werden die Stop-Sell-Orders höchstwahrscheinlich gar nicht ausgeführt. Ich bin nicht dabei, wenn der Markt steigt mit meinen Short-Positionen, macht mir nichts, gerne. Wenn der Kurs vorbörslich, wenn die Börsen vorbörslich schon massiv im Minus sind und ich mit einem sehr großen Gap nach unten rechnen muss, dann werde ich die Shorts nicht eröffnen, weil das genaue Regelwerk hat einen Gap-Schutz drin. Da ich sage, okay, das CRV muss ja mindestens 2 sein. Ja? Und wenn ich jetzt hier, wo waren wir Safran? Safran mit einem CRV von 5,9. Wenn die Aktie jetzt, sagen wir, hier öffnet am Montag, dann habe ich kein CRV mehr von größer 2 und damit wird die Order nicht ausgeführt. Und bei Long, die Signale genau andersrum? Ja, das Long Setup ist genau andersrum. Einfach nur vice versa. So, kurz die Fragen checken. Michael, ich glaube, wir müssen mal hier Gut, langsamer alles zum Ende klar, kommen. gut durch. Ne? Ich weiß, Sie sehen, da sind noch viele Fragen. Vielleicht können wir die einfach später irgendwie noch beantworten, damit die Leute jetzt auch noch ein bisschen Pause kriegen, um sich irgendwie einen Nachschub zu holen, Getränken oder mal Nee, den wir sind durch mit Bedürfnissen den Fragen. nachzugehen. Wunderbar. Michael, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, dass du heute für den Börsentag München Online und via Self-Invest hier zur Verfügung gestanden hast und ja, uns wohlgesonnen, deinen Ansatz für 15 Minuten Trading am Tag präsentiert hast.